Landschaften und Schlachtenbilder sind so konzipiert, dass warme Lichter einen nächtlichen, rauchgeschwärzten oder gewitterschwülen Himmel durchzucken. Auch Velázquez in seinen frühen Bildern folgte diesem Prinzip der Tenebrosi. Ein schwarzer Hintergrund, in den die gleichfalls dunklen Kleider seiner Figuren unmerklich übergehen. Ein Kopf, ein Hemdärmel, ein paar bräunliche Hände, auf denen das Licht sich sammelt. Das ist die stets wiederkehrende Farbenanschauung seiner sevillanischen Küchenstücke. An diesem Stil hielt er auch noch in dem Bilde der Borrachos fest. Obwohl die Szene im Freien spielt, scheinen die Gestalten in einer dunklen Taverne zu sitzen, die durch ein Fenster links ihr spärliches Licht erhält. Spanien ist nun aber ein Land der Helligkeit, des vibrierenden Sonnenscheins. Der Nordländer, der an einem Sommertag durch die spanische Landschaft wandert, hat Mühe, all das grünliche, weiß-blau-graue Licht zu ertragen, das von den Wolken des Firmamentes, dem trockenen, ausgedörrten Boden, den weiß getünchten Häusern und blau schillernden Bergen ausströmt. Selbst die Nächte sind hell. Sie tauchen die Landschaft nur in ein silbriges Grau, in eine Dämmerung, die doch nicht dunkel ist, sondern alles klar in feinem, durchsichtigen Schleier zeigt. Velázquez, ganz Auge, musste bald bemerken, dass das, was er malte, zu dem, was er um sich sah, nicht stimmte.